Jo, hier ist Mr. Mike, hier zu Hause bei einer Legende, wie ich ihn nenne, Fabian Greiser. Mit 6 Jahren. Okay, gleich voll losgelegt im Verein oder so, oder also zum Spaß? Ja, erstmal in so einer Kindertruppe. Okay. Und es ging relativ schnell dann, aber so, dass ich bei den Älteren schon mitgespielt habe. Ja. Und dann hat sich das stetig weiterentwickelt. Du wurdest ja auch gesponsert von Kicks. Mhm, richtig. Das war ein ziemliches Highlight damals für mich, ja. Es war ein Angebot von Kicks, nachdem ich ein paar Slamdunk-Contests gewonnen habe, dass sie mich halt ausstatten würden und eben mit so einem kleinen Sponsoring-Vertrag über 3 Jahre weg. Und die haben mich im Vorfeld schon immer gut unterstützt und immer mal wieder Schuhe zugeschickt und Klamotten. Und dann war das mein erster Ausstattervertrag. Okay. Dann warst du ja lange mit Germany's Finest und Paul Gudde unterwegs. Du wurdest ja damals zu dem City Slam eingeladen, der ja heute auch sehr bekannt und beliebt ist bei den ganzen Dunkern. Wie kam es denn dazu und wieso bist du dann da nicht hingekommen? Also das war auch eben über die ganzen Slam Dunk Contests, die dann europaweit irgendwo stattgefunden haben und dann auch zuletzt eben in Moskau, wurden die in den USA auf mich aufmerksam und ich habe eine Einladung eben bekommen von einem aus dem Orga-Team von ESPN für City Slam. Und 2 Wochen davor war ich auf einer Show in Madrid und dort bin ich blöd gelandet, das Knie ging nach hinten durch und dann hatte ich eine Bone Bruise und musste dann leider die Reise nach Chicago zu City Slam absagen. Und dann krass, dann wärst du auch der einzige Deutsche, der wohl jemals übergeflogen wäre wahrscheinlich, oder? Ja. Europäer sind auch nicht oft unterwegs, glaube ich. Nee. Ja, krass. Also zu der Zeit damals noch klar, gar nicht. Sowieso. Ja, darf man nicht vergessen, du warst da bei den Anfängen so von den Dunkern überhaupt so dabei. Also du bist schon einer von den Pionieren, wenn man das so sagen kann. Ja, es war sehr schade, aber ich hatte eine gute Zeit und es war mega coole Erfahrungen, super geile Leute kennengelernt, die Welt gesehen, Wahnsinnserlebnisse gehabt und diese Zeit möchte ich auch nicht missen. Das glaube ich. Und dafür kann man dankbar sein. Ja. Und war dann diese Knieverletzung auch dann sozusagen dein Karriereende? Ja, die hat schon einiges ausgelöst. Also ich habe mich dann versucht, wieder ein bisschen zu erholen und hatte aber immer wieder Probleme mit dem Knie und letztendlich habe ich dann auch wegen dem Knie die Dunkerei eigentlich sein lassen und dann auch das Basketball dementsprechend stark zurückgeschraubt. Okay. Was machst du denn heute so beruflich? Ich bin selbstständig, ich habe ein kleines Designbüro, Grafikdesign und Kommunikationsdesign, immer noch im schönen Rosenheim, glücklicherweise, und gestalte so meinen Arbeitsalltag und 1-2 Mal die Woche treffen wir uns noch zum Zocken, sehr gut. Schießen ein paar Bälle, so soll das sein. Das kann man auch nicht sein lassen. Nein, sowieso nicht. Hollywood.
Dazu kommt noch, dass Fabian Greiser der erste Deutsche ist, der mit einem Video aus dem Hause Mr. Mike Production bei dem berühmten Team Flight Brothers vertreten ist.